10 Arten von Minecraft-Spielern. Der Ausraster. Digga, ist doch wirklich eine relativ schöne Gegend, oder? Was ist das denn, Digga? Was ist das denn? Alter, so ein dummes Dreckspiel, Junge. Wer kann denn darauf ahnen, dass das einfach noch ein Creeper ist? What the? Junge, die Häuser sehen auch so schrecklich aus, ohne Witz. Junge, wer baut denn so? Oh mein Gott, Alter. Meine Güte, wir haben hier einen Eisengolem. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Was ist das denn? Komm, komm. Junge, was ist das denn? Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich mein's ernst, Alter. Endlich haben wir es geschafft, Alter. Was ist das? Was will er von mir? Was wollt ihr denn von mir? Oh mein Gott, was wollt ihr denn von mir? Lass mich doch in Ruhe! Ich hab euch doch nichts getan, Mann! Ich hab wirklich alle Nerven verloren, ganz ehrlich. Ciao. Der Erbauer. So, starten wir mal eine neue Welt. Das nennen wir einfach Let's Play. Zack. Dann machen wir natürlich, lassen wir die Cheats auf und spielen auf Hardcore, denn wir spielen nicht im Sand, meine Freunde, ne? Und dann gucken wir einfach mal, was wir für eine Welt bekommen. So, wir sind jetzt gespawnt und dann werden wir einfach mal anfangen, ne? So, da ich jetzt meine Tools habe und noch ein bisschen was zum Bauen rausgesucht habe, würde ich sagen, fahren wir einfach mal an. Ich glaube, ich werde so eine kleine Hütte einfach bauen, oder? Mal sehen, wie lange das dauert. Ich hoffe nicht allzu lange. 20 Minuten später. So, und nur noch der Final Schliff kommt und wir sind fertig mit unserer Base. Naja, ich bin ja nicht ganz so zufrieden. Ich hätte mir ein bisschen mehr Details gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Naja, ich denke, für den Anfang, für die heutige Nacht, sollte das Ganze eigentlich reichen, ne? Naja, ich denke, jeder fängt mal klein an. Dementsprechend sollte es nicht ganz so schlimm sein, oder, Leute? Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich kann euch versprechen, in Zukunft werde ich das Ganze doch ein bisschen besser noch machen. Ich denke mal, ich werde meinen Übersichtstower noch ein bisschen nach oben ziehen, weil ich finde den einfach noch ein bisschen zu flach. Und ein bisschen am Haus muss auch noch was gemacht werden. Der Vorsichtige. So, endlich haben wir mal ein neues Biom erkundet. Icebikes sowieso. Sieht hammergeil an sich aus, ne? Also könnte man echt überlegen, hier zu bauen oder so. Okay, wir haben hier Lavasee. Wir haben hier Lavasee. Jetzt muss ich ganz doll aufpassen, dass ich da ja nicht reinfalle. Ich glaube, ich hau mir erstmal einen OP-Apfel rein, damit ich halt ganz sicher, selbst wenn ich reinfallen würde, mir nichts passiert. Boah, das war knapp, Alter. Oh, wow, okay, wir haben jetzt eine Pyramide gefunden. Ich glaube, unten sollte TNT gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da müssen wir ganz, ganz doll aufpassen, dass wir da ja nicht auf die Druckplatte latschen. Vor allen Dingen, da kann so guter Loot drin sein. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir das Ganze machen. Ich baue erstmal ab. Alter, das ist wirklich auch extrem, extrem tief. Hauen wir uns erstmal einen Goldapfel rein. Ich habe Gott sei Dank ein bisschen Wasser mitgebracht, damit wir auch ganz sicher da runterkommen. Ich baue jetzt hier erstmal alles frei, ansonsten haben wir hier ein Riesenproblem. Ich meine, wenn wir da runterfallen, dann sieht das Ganze nicht so gut aus. Oh, ich weiß nicht, ob ich da runtergehen kann. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin. Oh, okay, das war nochmal ganz knapp, ganz knapp. Oh, okay, da haben wir nochmal ganz, ganz viel Glück gehabt. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich gehe da nie wieder rein. Okay, wir haben hier einen Creeper. Ich glaube, dafür bin ich noch nicht gewaffnet. Ey, ich glaube, das sieht jetzt auch nicht so gut aus. Wir müssen ganz kurz gucken. Aber wir müssen dran vorbei. Wir müssen dran vorbei. Ich brauche das Totem. Oh mein Gott. Oh, bitte, stirb nicht. Bitte. Der Noob. So, machen wir mal eine neue Welt. Die nenne ich... ist mir eigentlich egal. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Name. Difficulty? Hart? Hart wird doch mit T geschrieben. Naja, ist auch egal. Wir gehen einfach mal rein. Okay, ich bin hier auf einer Wiese. Wir haben hier... Was ist das? Ein Schwein? Gib mir mal was zu essen, mein Freund. Hä? Wieso hält denn der so viel aus, Mann? So, okay, wir haben jetzt erstmal an Essen gut uns was zusammengesammelt. Alter, die Blumen sind ja übel schön. Die nehme ich mit. Die nehme ich definitiv mit. Spätestens zum Bauen und so. Also ich habe gesehen, man kann sich damit was craften. Okay, als allererst brauchen wir eine Spitzhacke. Was ist das? Sieht der übelst hässlich aus. Okay, wir... Wie macht man das denn? Knopf? Nee, okay. Wie ging das denn? Ah, das brauchen wir, okay. Und dann, Wie war das? So? Hä? Was ist das? Wie mache ich denn sowas? Hä? Junge, was? Ich sehe hier nicht durch. Ah, okay, wir brauchen Stöcke. Stimmt, ich erinnere mich, okay. Und eine Spitzhacke. Oh mein Gott, wir haben Stein. Boah, Alter, man kann nicht immer so viel Glück haben und direkt Stein finden, hä? Das ist echt ein richtig, richtig guter Start. Aber... Ist die Textur unsichtbar? Hä? Aber man sieht doch, meine Spitzhacke nutzt sich ab. Von daher sollte es doch eigentlich gehen, oder? Hä?
Ich verstehe das nicht. Okay, so, wir bauen jetzt unser Haus. Ich habe mir gedacht, ich nehme dann einfach mal... Ich wollte sowieso mein Haus in Braun bauen. Dementsprechend habe ich mir Erde zusammengesammelt. So. Wir haben es gleich. Ich habe ja noch Holz ein bisschen, damit wir noch einen anderen Farbton mit reinkriegen. Und... Zack. Unser erstes Haus. Wir werden es hier noch ein bisschen verschönern fürs Auge ein bisschen. Wieso dreht ihr euch denn weg? Bisschen fürs Auge, so ein Eingang. Mega, das Spiel macht super viel Spaß. Naja, ich wollte eh Fortnite spielen. Der Hacker. So, da ich in allen anderen Spielen wegen Hacking gebannt worden bin, dachte ich mir, spiele ich mal eine Runde Minecraft. Haben wir mal hier schon unseren Namen. Cheats natürlich an, Leute. Aber wir wollten auch nochmal eine Bonus-Chest anhaben, ne? Und dann spawnen wir direkt mit einer Chest neben uns, also mit einer Kiste. Und haben es auch direkt einfacher, ne? So, da sind wir. Und hier ist unsere Bonus-Chest. Und Alter... Naja, ich hatte schon mal eine bessere, aber ist okay. Wir nehmen das einfach mal mit so. Jeder weiß ja auch, dass wir immer Äpfel essen sollten. So, ich habe noch einen Trick gefunden, wie wir auf jeden Fall unsere Sachen enchanten konnten. Ohne Level. Ich meine... Hoppla, ohne Level. Und ja, das sind jetzt meine Verzauberungen, die ich drauf habe. Habe ich alle mit einmal gekriegt. Aber wir gucken mal, wie das denn so ist. Ne? So, zur Not habe ich nochmal ein zweites Schwert gemacht. Wir gucken mal, wie gut das Ganze wirklich ist. Dafür haue ich jetzt einfach mal das Pferd und wir gucken mal, was damit denn passiert. So, und ja, ist schon praktisch, oder? Ich meine... Ja, naja, ich frage mich auch wirklich, wann wir das nächste Mal Diamanten finden. Naja, schauen wir mal. Da unten haben wir welche. Sehr gut. Zack, gehen wir mal hin eine Runde. Und jupp, da sind die nächsten Diamanten. Ist ja auch wirklich ärgerlich. Wir hatten auch gerade zu wenig. Der Pro. Naja, okay. Wollen wir mal gucken, was wir da drüben noch Besseres sehen können. Aber auf jeden Fall wird mir langsam Minecraft ein bisschen langweilig. Also immer dasselbe und naja, ist halt nicht mehr so anspruchsvoll, ne? Ich meine, ich kann nicht mal den Boden sehen. Ich meine, naja, ist doch nicht so schlimm. Auf jeden Fall wollte ich mich einmal bedanken für die Resonanz unter dem letzten Video. War wirklich gut zu sehen, dass es euch gefällt. Jedenfalls haben wir auch nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen vor Anbruch der Nacht noch bei uns zu Hause sein. Dementsprechend werden wir uns mal schnell auf den Weg machen. Ne? Und was gibt es Schnelleres als ein schönes Boot auf dem Eis? Na, wie kommen wir jetzt eigentlich wieder nach unten? Aber mit dem Wassereimer ist ein bisschen zu langweilig. Ich habe da schon eine Idee, wie wir das machen könnten. Naja, ja, ich denke mal, das war ein ganz guter Weg. Der Anfänger. So, neue Welt. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze hier aussieht. Sollten wir eigentlich alles so lassen? Ich habe sowieso keine Ahnung, was das alles bedeutet. Obwohl, hier fällt mir noch was ein. So, und dann gucken wir uns das Spiel mal an. Also im Trailer hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Meine Freunde spielen es auch, aber ich gebe dem Game mal eine Chance. Okay, also, das sind ja alles Würfel. Was ist das denn? Hä, wie komme ich jetzt hier hoch? Mit der Hand auf den Boden hauen. Ja, ja, klar. Geht das auch bei Holz? Ja, ja. Ich hau den Baum kurz einfach mal mit meiner Hand kaputt. Ja. Und bekomme genauso viel, wie ich abgebaut habe. Das sind Partikel, die verschwinden. Meine Güte, Alter. Junge, kannst du auch sprinten? Wie geht das denn? Oh, guck mal, eine Biene. Wieso hast du dich versteckt? Kann ich da auch drauf hauen? Hi. Was ist mit ihm? Hallo? Hallo. Junge, ich bin allergisch in Real Life. Überträgt sich das ins Spiel? Oh mein Gott, die Biene verfolgt mich. Oh mein Gott, was ist das jetzt hier? Junge, lebe ich in einem Urwald? Das Wasser kann nicht schwimmen gehen? Alter, wie verdreckt das ist. Niemals ist das so in echt. Was ist das da hinten? Das Weiße. Gibt es hier noch andere Tiere? Oh mein Gott, das ist ein Schaf. Und mit seiner Schafsherde. Wieso sieht die alle anders aus? Die sollten doch eigentlich irgendwie Geschwister sein oder sowas, ne? Macht ja gar keinen Sinn. Kann ich dich streicheln? Rechtsklick ist es nicht. Hau ich dich oder streiche ich dich? Ich glaube, ich streichel. Feines Schaf. Aber man kann man das roh essen? Hä, das macht aber überhaupt keinen Sinn, Junge. Mein Magen ist dafür gar nicht ausgelegt. Kann man auch kotzen jetzt in dem Spiel? Also irgendwie habe ich den Sinn nicht ganz verstanden von dem Spiel. Was mache ich denn jetzt hier? So, egal, ich muss Mittag essen. Der Glückspilz. So, wollen wir mal in die Welt rein. Ich habe mir jetzt gerade eine neue erstellt. Okay, und wie... Born in einem Dorf? Okay, das ist schon mal sehr, sehr glücklich. Okay, was haben wir hier drin? Gehen wir einfach mal rein. Wir haben Heuballen. Okay. Was haben wir hier auf der zweiten Etage? Oh, eine Kiste. Oh, okay.
Krass, na das nenne ich mal einen Start. Ich würde sagen, wir machen uns auch einfach mal direkt uns was Schönes draus, würde ich mal sagen, ne? Mal sowas wie eine Spitzhacke oder sowas hier. Zack. So, und dann gehen wir mal gucken, was wir sonst noch so haben. Okay, wir haben hier einen voll enchanteten oder einen vollen Zaubertisch. Okay, so wir haben hier noch einen Villager. Was bietet der an? Power 5? Power 5? Oh, okay, dann holen wir uns das mal, oder? Okay, wir haben direkt neben dem Dorf eine ziemlich tiefe Höhle, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich gehe da mal rein. Okay, wir sind jetzt schon echt lange unterwegs und wir haben hier... Oh, wir haben den Stronghold hier. Okay, mit der Kiste, ja. Oh, das ist natürlich praktisch jetzt, ne? So, gehen wir mal ein bisschen weiter. Was haben wir hier so? Okay. Ich sehe noch nicht ganz durch irgendwie. Okay, hier ist die Bibliothek mit dem Spawner direkt nebenan. Okay, sehr interessant. Oh, wir haben hier den Portalraum. Und stecken alle 12 Dinger drin, okay? Crazy, wir haben doch im Flash-Video gelernt, dass das die Chance von 1 zu 1 Billion ist. Naja, ne? Glück gehabt. Der OG. Warum sieht hier alles so komisch aus? Warum... sind die Texturen so anders? Was ist das? Ist das Schlamm? Treibsand? Hey, alles sieht anders aus. Was ist denn das für ein Erz? Hä? Warum leuchtet das alles? Ich kann das irgendwie nicht verstehen. Ist wenigstens das Essen gleich geblieben? Ja, wir haben hier... Ja, okay. Was ist das denn? Das habe ich ja nie gesehen, hä? Das kenne ich alles so gar nicht. Was ist das für ein Holz? Seit wann kann man Holz entrinden? Okay, wir haben hier eine Base, okay. Was ist das, was da runterhängt? Sind das Laternen? Sehr interessant. Was ist das hier? Ich komme nicht hoch. Okay, was haben wir hier? Was ist das alles? Ich kann das nicht verstehen. Steht hier jemand? Steht hier jemand? Hallo? Wer? Okay, das ist... Was ist das denn? Ein Rüstungsständer? Okay. Was sind das alles für Blöcke? Ich glaube, ich gehe lieber... Was ist... Das ist eine Kreissäge. Denke, ich sollte lieber wieder in eine andere Version gehen. Ich meine, kann man jetzt Eier legen? Das ist schon viel, viel mehr, meine Welt. Ich meine, guckt euch mal diese Gebäude an. Ja, Mann, das ist Minecraft, Junge. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, waren das bisher nur 9 von 10 Arten. Denn wie immer dürft ihr mir in die Kommentare schreiben, welche Art hier fehlt und vor allen Dingen, welche Art ihr seid. Würde mich hammer interessieren. Ich würde sagen, ich bin eher der Vorsichtige. Falls ihr ein Part 2 wollt, also einen zweiten Teil, dann einfach gerne ein Abo da lassen. Ist nur ein Klick für euch und für mich eine Riesenunterstützung. Schreibt mir in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, um mir zu zeigen, dass ich direkt einen weiteren Teil aufnehmen soll. Mein Name ist Flash und ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag.